Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück hier in einer neuen Runde Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Ja, wir sind hier wieder frisch am Start. Habe mittlerweile schon Siedler, jetzt fehlt es nur an Werkzeug. Und ich habe das Gefühl, die Nahrung geht ein bisschen runter. Das ist ein bisschen problematisch. Ich gehe vielleicht mal den Preis ein bisschen hoch. Schwesterlein kann sich im Moment nicht verkneifen zu lachen. Mir fällt irgendwas besonders Witziges gerade zu schauen. So, wir brauchen unbedingt Eisenerz, Leute. Eisenerz. Ah, siehst du, da kauft sich die Nahrung gleich besser ein, wenn der Preis ein bisschen hoch geht. Ich glaube, 19 hatten wir jetzt, ne? Ja. Ups, da ist das Lager schon wieder voll. Vielleicht soll im Eisenerz auch ein bisschen hochgehen. Ich gehe vielleicht mal auf 55. Mal gucken. So, die hier kommen auch nicht mehr weiter, weil ihnen natürlich die Insel jetzt hier oben unter anderem fehlt. Ich glaube, die wollten auch noch irgendeine Südinsel dann belegen. Ich weiß nun gerade nicht mehr, welche das war. Aber momentan sind wir so aufgestellt, dass wir eigentlich die Top-Möglichkeit haben, nach oben zu kommen. Und die anderen alle nicht so. Gut, die haben ja natürlich Tabakwaren. Die könnten auch an Gewürze kommen. Über internationale Verhandlungen quasi. Die kaufen aber auch nichts ein. Die auch nicht. Und die auch nicht. Vielleicht brauchen die auch Geld, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt die Taschen voll. Ach komm, ich kaufe mal Werkzeug ein. Hilft ja nichts. So. Ah ja, Werkzeug kriegen wir tatsächlich. Ich gehe mal auf 10 Tonnen. Ich gehe mal auf 10 Tonnen runter für den Einkauf. So. Und dann bauen wir erstmal selber eine Mine. Toll. 9. 10. Dann bauen wir tatsächlich doch erstmal selber eine Mine. Es hilft ja nichts. Achso, kostet 1000 Münzen. Ah, die kriegen wir schon zusammen. Dauert natürlich wie immer einen Moment. Hier können wir nichts mehr machen mit den Steuern, glaube ich. Ne? Nee, da sind wir schon überall ganz oben. Ich frage mich, warum da kein Eisenerz rankommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Das frage ich mich wirklich. So, ich baue hier auch nochmal einen Marktplatz hin, aber vielleicht nicht genau vor die Mine, sondern irgendwie ein bisschen daneben oder so. Vielleicht hier ist doch ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch die Münzen, wenn das nicht immer gleich alles beim Einkauf drauf geht. Na, na, na. Ja, ach Mann, so gemein. Oh, wir haben Eisenerz bekommen. Dann scheint es ja doch zu funktionieren. Lager voll. Ich schläfer die mal ganz kurz ein. So, warte, warte. Ach Mann, ich will nur diesen Marktplatz bauen hier. So, wir brauchen mehr Geld. Ah, wir brauchen noch 4 Tonnen Werkzeug. Fällt mir gerade auch noch so auf. Okay, dann können wir da gerade, glaube ich, gar keinen Marktplatz bauen. Ach, warte mal, ich bin doch doof. So will ich unbedingt einen neuen Marktplatz bauen, wo wir auch einfach einen Weg ziehen können. Machen wir es halt erstmal so. Huch, oh. Wenn man dann das Geld für einen Feldweg hätte. Selbst die Leute, die den Trampelpfad hier trampeln, für die haben wir auch kein Geld mehr. So. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Erz in Eigenproduktion und hoffentlich auch noch ein bisschen was durch den Import. Tatsächlich, ja, es funktioniert jetzt. Sind die anderen weitergekommen? Der hat seinen üblichen Stuff im Verkauf hier. Der auch. Alter, wie viele Gewürze der verkauft, ne? Bei dem hier werden wir wahrscheinlich ein bisschen anschieben müssen, dass der weiterkommt. Aber das Problem ist natürlich, wenn die nichts einkaufen, kann man natürlich auch nicht wissen, was sie brauchen, ne? Also, aber hier ist soweit alles relativ im grünen Bereich. Die meisten Sachen kaufen wir ein. Steuererträge sind ganz angenehm. Je höher die Steuererträge sind, desto mehr Kohle generieren wir natürlich auch. Ich überlege, ob ich das Eisenerz... Guck, ich nehme das erstmal raus aus dem Einkauf. Das kostet zu viel für den Moment, weil wir es jetzt gerade auch selber noch produzieren können. Muss ich mich gerade mal räuspern. So, siehst du, dann haben wir nämlich das Geld übrig für Nahrung und Stoffe. Da ist es nämlich wichtiger momentan,
dass wir das am Start haben. FS, Lager voll. Den Holo ab. Oh, Ziegeltypi ist auch voll. Nehmen wir mal, können wir auch mal einen Urlaub schicken. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Na bitte, das sieht doch gut aus. Sehr schön, theoretisch haben wir sogar Tabakwaren. Wir sind eigentlich echt gut am Start, ne? Wenn wir bei denen jetzt hier noch Tabakwaren einkaufen. Ja, wir unten quasi werden... Ja, jetzt würde ich schon fast sagen, für uns Gewürze hergestellt, aber die werden ja nicht für uns hergestellt. Ach komm, ich nehme nochmal Tabakwaren in Einkauf. Ich glaube... Oh Gott, was war denn nochmal der Einkaufspreis? 50? 55? 50, okay. 50 klingt gut. Ist gar nicht so teuer. Huch, gar nicht so teuer. So. Verkaufserlöse haben wir immer noch nicht. Obwohl keiner wirklich Alkohol herstellen kann. So, sehr schön, sehr schön. Da füllen sich die Lager. Und mein Herz füllt sich auch. Okay, dann können wir auf jeden Fall mal eine Schule und den Quatsch jetzt bauen. Können wir da vielleicht sogar... Boah, was? Wir können eine Schule bauen, die alles im Einzugsbereich hat. Das ist ja geil. Oh, nice, ey. Nur eine Schule. Finde ich gut. Bin ich auch dafür, dass man nur eine Schule baut. aber ich glaube, im Wirtshaus haben wir da nicht so viel Glück. Oder? Ah, nee. Das könnte was werden. Das Wirtshaus wäre natürlich auch hier ziemlich gut, aber... dann haut das da unten nicht mehr hin. Ja, das wird so nix. Na gut, dann bauen wir halt zwei Wirtshäuser. Die sind ja nicht so wahnsinnig teuer. Okay, bauen wir eins hier hin, würde ich sagen. Und drei Häuser fehlen da oben. Weißt du was, spare ich mir jetzt erstmal das eine Wirtshaus. Okay, dann haben wir auch schon Bürger. Und wir können gleich die Steuern hochknallen, weil wir auch Tabakwaren haben. Das ist ja voll geil. Das feiere ich gerade direkt. Euer Volk braucht einen Arzt. Und einen Arzt, natürlich. Den können wir auch gleich hier irgendwo zwischenquetschen vielleicht. Doch, da dürfte der ganz gut hinpassen. Jetzt brauchen wir natürlich nur wieder das Geld dafür. Ja, momentan hapert es nur am Geld. Alles andere haben wir. Tabakwaren könnten wir noch ein paar gebrauchen. Ich gehe nochmal auf 55 tatsächlich. Und hier gehen wir mal vielleicht auf 35. Es ist strategisch nicht... Euer Volk wünscht eine Kirche. Boah, das geht aber auch schnell hier gerade. Es ist strategisch nicht unbedingt unklug, wenn man die Preise manchmal ein bisschen erhöht. Denn, sage ich mal, ja, dann geht das so ein bisschen nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber momentan importieren wir die meisten Waren. Wir haben eine Fischhütte, auf die wir eigentlich auch, blöd gesagt, scheißen könnten. Und alles andere beziehen wir von unseren Nachbarn, wenn du so willst, ne? Und was ist hier los? Ah. Und sind damit echt gut dabei. Wir könnten jetzt auch noch Werkzeug verkaufen, wenn man es ganz genau nimmt. Aber bei uns will ja keiner einkaufen. Holz könnte man vielleicht verkaufen. Hier für, was waren das? 19, glaube ich. Will wahrscheinlich auch keiner einkaufen. Ah, Ziegel brauchen wir. Scheiße. Hm? Ziegel. Ich mache das mal so, dass wir Holz vielleicht bis, sagen wir mal, 30 Tonnen verkaufen. Dass wir noch 30 vorhalten. War, glaube ich, hier auch. Ne? Auch 30. Warum der Regler dann ein Stück woanders ist, weiß ich auch nicht. Die machen wir auch 30. Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Ah, scheiße, wir haben den Arzt noch nicht. Ah, wir haben das Geld für den Arzt, Gott sei Dank. Aber wir haben keine Ziegel für den Arzt. Hol mir Ziegel! Schneller! 8. Alter, komm, ein Ziegel noch. Mensch. Nein, er macht die Häuser kaputt. Oh. Gott sei Dank. So. Haben wir nochmal Schwein gehabt hier gerade. So, und wenn wir jetzt noch die Kirche bauen... Dann, oh, ein Badehaus kommt danach, glaube ich, noch, ne? Dann haben wir schon fast Kaufleute. So schnell kann es gehen. Aber es wird nicht dabei bleiben, dass wir so viel importieren können. Schätze ich mal stark. Das wird nicht dabei bleiben. Aber momentan holen wir so gut Geld rein, dass wir unsere Einkäufe hier locker machen können, ne? Da können wir überall nochmal ein bisschen was drauflegen. Nahrung ist dabei natürlich am wichtigsten. Das weiß doch jedes kleine Kind. Und jetzt können wir auch Eisenerz wieder mit reinnehmen. Guten Gewissens. Auch da. Boah, Alter. Super. Sehr schön. Ich glaube, ich baue noch eine zweite Eisenschmelze. Zack. Und dann bauen wir noch weitere Werkzeuge. Das Volk benötigt ein Badehaus. Ob sie das benötigen, ist die eine Frage.
Ob wir es bauen wollen, ist die andere. So, machen wir hier noch eine Werkzeugschmiede und das reicht erstmal, denke ich. Muss es ja nicht gleich übertreiben. Aber auf jeden Fall schon mal schön Eisen produzieren, denn das werden wir... Wo sind eigentlich die Piraten, sag mal? Ach, ja, okay, da sind sie. Die sind uns noch nicht einmal in die Quere gekommen bis jetzt. Aber ich glaube, das werden sie demnächst. Da ist unser Schiff, da sind die Piraten. Und? Da ist es ja. Da knallt es auch schon. Und die nehmen uns nicht mal den Alkohol weg. So, und weiter. So, und ich glaube, ich lasse das Schiff jetzt erstmal hier stehen. Wie viele Bürger haben wir? 200 irgendwas. Wir können noch keine Kanonen bauen, aber fast. Und wir können Kontor 3 bauen. Den möchte ich auch gerne bauen. So, machen wir hier nämlich erstmal zack. Und, oh, ach, die Nahrung geht runter. Die Nahrung müssen wir wahrscheinlich tatsächlich noch was machen. Achso, Alkohol können wir jetzt natürlich erstmal rüberschmeißen. Natürlich. Huch. So. Okay, so, jetzt kommt die kritische Phase. Mit der Nahrung wird es jetzt nämlich bald knapp werden, schätze ich mal. Die Erzvorkommen der Berge sind erschöpft. Das ist das, was ich meinte. Da ist die Mine auch schon futsch. Da können wir so schwer weghauen. Oh, den Weg hätte ich nicht wegrasieren sollen. So. Ach, wir haben ja da unten noch einen Weg. Ja, egal. So, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz hier ein bisschen, wie das mit dem Einkauf läuft. Wir packen hier nochmal ein bisschen was drauf. Wo ist eigentlich unser Geld hin? Wir hatten doch eben noch 2000 irgendwas. Bauen die eigentlich noch aus? Ich glaube ja. Okay, es scheint so, als ob keine Nahrung und keine Stoffe mehr verkauft werden. Aber dafür haben wir jetzt hier noch den hinteren Teil der Insel. Den werden wir jetzt mal für uns beanspruchen. Ich sehe, dass wir nicht viel Gold haben, aber es sollte reichen, um ein paar Schaffarmen aufbauen zu können. Okay, 200 plus eine Schaffarm. Kriegen wir schon gebacken, keine Sorge. Nichts ist unmöglich. So, mit der Nahrung mache ich mir eigentlich eher Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich schmeiß den erstmal raus. Den nehmen wir hoch, den nehmen wir hoch. Ah ja. Ah ja. Da tut sich schon wieder was. Okay, Eisenerz haben wir, glaube ich, auch erstmal ein bisschen Vorrat. Knapp 40 Tonnen. Ah, na bitte. Da füllen sich die Lager schon wieder ein bisschen. Und mit den Stoffen tun sie sich, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Da sind wir aber schon ganz schön über den Schnitt, muss ich sagen. Und ich nehme auch mal die Baumaterialien jetzt weg erstmal. Ah, wir haben 300 Bürger, das heißt, wir können nicht. Ich dachte gerade, wir können eine Kanonenschmiede bauen, aber noch nicht. Noch nicht. So, momentan geht das ganze Geld für den Einkauf drauf. Piraten streuern hier weiter rum. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Das ging schnell. Okay, so, wir haben jetzt ein bisschen Kohle wieder. Wir hatten ein bisschen Kohle. Aber egal, wir haben auf jeden Fall genügend, um hier mal ein bisschen was aufzubauen. Ich mache das so wie fast immer mit den Schaffarmen, ne? So. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Eigenproduktion hier. Stoffe sind dabei recht wichtig, schon fast wichtiger als Nahrung, weil Nahrung kriegt man im Zweifelsfall immer nochmal irgendwo her. Und Nahrung ist auch nicht so teuer, da können wir hier auch bis zum Äußersten gehen. Weil dann verkaufen die Händler nämlich auch richtig gut, soweit ich das im Kopf habe. Wenn das so ist, schauen. Ja, wunderbar. Wunderbar, tut sich überhaupt nichts. Super. Okay, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ah, jetzt 10 Tonnen. Ja gut, 10 Tonnen. Ist auch nicht so der Hype. Wahrscheinlich verkaufen die dann eher in der nächsten Runde nochmal. Na, da haben wir nochmal 10 Tonnen bekommen. Na bitte. Okay, so. Stoffe, mal gucken. Ah ja, sehr schön, es füllt sich. Okay, Nahrung. Können wir aber hier hinten durchaus was machen. Pass mal auf, mein Freund. Wir machen das folgendermaßen. Huch, das war das nicht mehr. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Jetzt schon. Das ging aber zügig.
Okay, so hier ein bisschen Wald wegrasiert und dann machen wir das vielleicht mit Getreidefarmen. So. Wir haben jetzt hier eine ungerade Zahl. Ich packe nur noch eine dazu. Die kosten ja zum Glück auch nicht viel. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Zu Recht. Okay, der Weizen kann ja hier hergestellt werden, abgebaut werden. Verarbeiten können wir ihn ja woanders. Also an einem anderen Ort auf der Insel selbst. Ich baue jetzt hier aber trotzdem nochmal ein paar weitere. Ich denke mal, das kann nicht schaden. Nee, den sparen wir uns. La, 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 la. So, und hier noch einen Le Marktplatz hin. So, zack, 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 zack. Und hier natürlich wieder das Übliche. Okay, dann dürfen wir auf jeden Fall erstmal genügend Weizen haben und dann gleich auch genügend Nahrung. Fluss haben wir hier leider nicht. Aber wir können natürlich ganz herkömmlich auch mit Getreidemühlen arbeiten, die wir eigentlich wunderbar hier hinpacken können. Das muss ich gerade nochmal rechnen. Ich weiß gar nicht mehr. Eine Getreidemühle für zwei. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter, finde ich vielleicht doch wieder ein bisschen übertrieben. 10. Oder was? Boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das Verhältnis war. Ich baue jetzt erstmal 3. Wir werden ja sehen, ob es reicht oder nicht. Und noch 2. Nein, machen wir mal 4. Ich mach mal 4. Und dann machen wir 2 Bäckereien. So, mal schauen, wie das funktioniert. Dann haben wir Nahrung nämlich auch erstmal gesichert. Trotzdem lasse ich es im Einkauf. Kann ja nicht schaden. Dingens brauchen wir dann hier bald wieder. Eisenerz. Den hier schmeiße ich erstmal aus. Und den hier schmeiße ich auch aus. Kosten sie mich sonst wieder nur unnötig viel Geld. Alter, wir haben 111 Tonnen Werkzeug. Wir haben nur noch 54 Tonnen Eisen. Und wir haben ordentlich Korn. Mal schauen, ob wir dann da noch einen weiteren Marktplatz für die Abholung brauchen, weil ich glaube, die sind ganz schön am Ackern hier. Also wie es aussieht, brauchen wir dann auch noch weitere Mühlen. Aber so wie es aussieht, haben wir dann auf unsere Nahrungsversorgung gesichert. Stoffe müssten wir wahrscheinlich nochmal was drauflegen, aber das ist ja nicht das Problem. Platz haben wir. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Schnauze. Stimmt doch gar nicht. So, Kakao wäre jetzt dann das nächste. Kakao können wir ebenfalls selbst anpflanzen. Haben wir ebenfalls hier auf der Insel, das finde ich sehr gut. Alkohol. Sollten ganz dringend nochmal unsere Route wieder anschmeißen. Können wir schon? Nee, wir können noch längst keinen großen Dingens hier bauen, keine große Werft. Das wird Zeit. So, und Alkohol müssen wir dann wieder anschmeißen. Wir brauchen noch eine Bäckerei. Schiffsreparatur beendet. So, jetzt mach dich vom Ackerdauer ab. Ich hab zu tun. So, nix hier weg. Wir können eine Kanonengießerei bauen. Da warte ich auch gar nicht erst mit. Die bauen wir sofort. Und dann bauen wir Türme. Das ist das Erste, dass ich hier Türme baue. Denn die retten uns für den Anfang schon mal so teilweise den Arsch. Und weg. Jetzt. Hinter mir schleicht Schwesterlein lang. So, huch, das wollte ich gar nicht. Da habe ich einen seichten Kuss bekommen. Den habe ich gerade sehr genossen. Schiffsreparatur beendet. So, lass du mich mal bloß in Ruhe. Aber, warte mal. Wir haben ja jetzt erstmal ein bisschen was auf Lager. Dann bauen wir hier gleich erstmal ein bisschen was hin. Ich glaube, da fehlen jetzt wahrscheinlich Kanonen oder Ziegel. Weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube, gerade haben Ziegel gefehlt. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Toll, es brennt. Eure Stadt liegt unter Beschuss. Das ist normal. Merkt ihr das doch mal. Wir haben keine Feuerwehr, fällt mir übrigens gerade auf. Wir haben keine Feuerwehr. Die Feuerwehr fehlt hier. Sie wehrt sich gegen das Feuer.
So, da brauchen wir auch unbedingt noch einen Turm. Aber sonst greifen die immer nur den einen an. Und das sind doch ein bisschen ungeil. Vielleicht sogar hier. Dass wir direkt zwei auf einem Fleck haben. Und da noch einen. Ah, könnt ihr mal rankommen hier. Ich hätte gerne noch ein paar Ziegel, wenn es geht. Boah, ey, der braucht noch Water. Na gut, ich glaube, der eine Marktplatz da ist ein bisschen überlastet. So, und dann bauen wir hier noch welche hin. Ich schicke die Route nochmal los. Können wir hier eigentlich... Oh, Alter, ich bin gerade losgefahren. Das Schiff ist übrigens schon fast Schrott. Hier fällt mir gerade auf. Kriegen wir den vielleicht klein? Den kriegen wir nicht klein. Schade. Können wir hier noch einen größeren Kontor bauen? Ja, dafür reicht es gerade noch. Sehr schön, weil dann können wir natürlich auch mehr einlagern. Das ist sehr, sehr geil. Wir müssen unbedingt das Schiff hier rausretten. Ich halte hier schon mal die weiße Flagge bereit. Zack. So, und jetzt erstmal reparieren. Sonst sieht alles soweit ganz gut aus. Nur mit dem Alkohol natürlich. Das ist jetzt die Problematik. Ich nehme übrigens mal die Ziegel aus dem Verkauf. Ein Schiff wurde repariert. Okay. So, dann packen wir nochmal zwei weitere Kanonen drauf. Der kann ja bis zu 6 haben. So. Jede Kanone zählt. So. Natürlich. Da habe ich gerade einen seichten Rückenstreichler bekommen und ich habe ihn sehr genossen. So, sehr schön. Fast 100 Tonnen. Ich freue mich schon, wenn wir große Schiffe haben. Aber ich glaube, lange wird es nicht mehr dauern. So. Okay. Dann lassen wir die Route erstmal Route sein. Fürs Erste, solange wir da halbwegs Ruhe haben. Was ist denn los? Ach, Kanonen. Ah, jetzt fehlt es natürlich an Eisen. Da verkaufen wir natürlich gleich großzügig, wo ich Preise noch nicht eingestellt habe. Ach, guck mal, 60. Das passt schon. Immer her mit dem guten Zeug. Ah, die den ganzen Jahr auch raus. Freibeuter lauern euch auf. Ich komme. So, die können wir auch ausstellen. Wupp. Ist das das kaputte Schiff? Der ist auch relativ down. Aber den kriegen wir nie im Leben auch down. Oh, scheiße. Verdammt. Nein, meine 6 Kanonen. Wo, wir nehmen anders Schiff. Ihr habt in euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. So eins hier und packen das mit Kanonen voll. So, Korn und so, das wird jetzt alles ein bisschen weniger. Zum Glück haben wir genügend Kohle jetzt für den ganzen Einkauf. Ein Schiff wurde fertiggestellt. Sehr schön. Kanonengießerei ist am Ackern. Jetzt haben wir 3 Tonnen Kanonen. Okay, ich warte das nochmal ganz kurz ab. Wir können ja hier schon mal die Route einrichten. Wie viel passt hier eigentlich ins Lager? Ich weiß das gar nicht. Ich mach mal einen Test. 85 Tonnen, okay. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall noch gut dabei. So. Haben wir Kanönchen? 7. Na komm, eine noch. Natürlich. Ach komm, die machen wir kaputt. Okay, da will ich kaputt gehen. Hat Angst. Ach, der hat doch gar keine Kanonen gehabt hier. Wollte gerade sagen, wieso wehrten der sich nicht? So. Ein Schiff wurde und los geht's. Ich schaue jetzt nochmal zu. Aber das ist auf jeden Fall schon mal besser als das kleine Schiff, weil der hier ist natürlich eher mal drauf ausgelegt, eine Kampfsituation irgendwie zu meistern. Da haben wir ganz gute Chancen, denke ich. So, und da geht auch schon die erste Ladung im Hafen ein. Perfekt. Finde ich sehr befriedigend. So, da haben wir auch wieder ein paar Kanönchen. Hervorragend. Das ist alles im grünen Bereich. Wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Siedler haben wir nur noch 30. Das ist nicht sehr viel. Komm, die lassen wir nochmal aufsteigen hier eben. Ach, das ist die, die kein Wirtshaus hatten. Aber es sind, glaube ich, nicht alle. Hier ist auch noch einer. Ah, es war einer. 18. Ja, das, genau. Das sind jetzt die. Greifen euer Schiff an. Na, dann komm mal her. So, der ist gleich weg. Und tschüss. Okay, dann reparieren wir aber trotzdem gleich nochmal das Schiff. Weil ich will hier kein kaputtes Schiff durch die Gegend schicken.
Ein Schiff wurde repariert. So. Da haben wir schon das erste Piratenschiff versenkt. Und jetzt können wir es uns ja auch leisten. Jetzt müssen wir nicht mal so gucken. Baue ich hier nochmal ein weiteres Wirtshaus hin. Das ist eigentlich scheißegal. Das kann auch hier beim Marktplatz rumstehen. Das stört ja nicht. Noch nicht. Eure Siedlung wird beschossen. Das war eine ganz schlechte Idee, mein Freund. Auch eine richtig schlechte. Hier, komm. Erfreu dich an meiner neuen Turmwand. Und tschüss. Ach, ist das schön. So. Da kommt auch das Schiff mit neuem Alkohol. Wir haben jetzt 42 Tonnen Eisenerz. 44. 50. Hervorragend. Es geht wunderbar voran. Die Einkaufskosten sind tatsächlich sehr hoch. Aber wir kaufen natürlich auch extrem viel ein. Das müssen wir natürlich beachten. Aber ich glaube, wir haben jetzt nur Bürger. 660, um genau zu sein. Wir brauchen nur noch Kakao, eine Kirche und ein Badehaus. Und dann haben wir schon Kaufleute. Dann können wir ein Konto auf 4 bauen. Und dann können wir vor allem auch eine große Werft bauen. Und wir haben nur eine einzige Route. Vor allem eine einzige andere Insel, die wir hier bedienen. Und wir können Gold abbauen. Fällt mir jetzt mal erstmal so auf. Aber ich glaube, die anderen brauchen das alle nicht, weil niemand hier hat Bürger. Und niemand kauft, glaube ich, irgendwas ein. Alter, wir sind ja um 1000 Nasenlängen voraus, ey. Das ist ja voll die Pinocchio-Nase, wie wir hier weiter sind. Finde ich aber gut. Wir kommen echt gut voran. Also gut, dann würde ich sagen, für diese kleine Folge bedanke ich. Da hat gerade jemand einen Marktkarrentypen umgebracht. Ich habe es genau gesehen. Hier bei der Kanonengießerei. Hat gerade jemand einen Marktkarrentypen erschlagen. Alter, wenn da Kanonen waren, ne? Auf der Marktkarre. Ich brauche jetzt einen Galgen. Das mache ich jetzt noch. Der dürfte alles abdecken. Perfekt. Schön zentral, damit auch jeder sieht, solche Leute, die werden gnadenlos an den Galgen gehangen. Und zwar mit dem Sack und dem Kopf nach unten. Alles klar. So, dann bedanken... Die greifen euch an. Mein Kaput, Junge. So. Donner. Das Donner, das kommt von den Kanonenschlägen her. Ein Schiff wurde repariert. So, jetzt aber. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge dann zurück bei Anno 1602. Erschaffung einer neuen Welt. Ich speichere nochmal. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Nämlich genau deswegen. Und nun bis zum nächsten Mal. See ya!